Gut. Und ich will da. Die Heilerin. Gut. Ja, dann folgen wir mal hier der Hauptstraße. Wir sind auch schon Stufe 5. Ich fühle mich mittlerweile relativ stark, dass wir dann vielleicht nochmal so ein, zwei Nebenquests machen. Um auch ein bisschen zu trainieren und dass ich mich einfach sicherer und wohler fühle. Und dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Weil es kann ja so lange hier nicht dauern. Der Heilerin. Hoffe ich jedenfalls. Außerdem waren wir hier unten. Doch, hier waren wir, gell? Die eine Leiche abgeliefert. Gute. Ja, Shadid. Mein Altägyptisch ist etwas eingerostet. Sorry dafür. Ja. Rabia. Bayek. Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Ist das die Dame, die uns am Anfang gewaschen hat und die Wunden versorgt hat? Ich glaube ja. Sie sieht so ähnlich aus. Und Heilerin würde ja passen. Na? Oh oh. Raucherhusten, wa? Ja. Solltest weniger von deinen Kräutern naschen. Gucken wir mal. Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Paddel, hi! Nein! Ein altes Mädchen. Ich geb's wie du, hä? Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Ich bin immer Möge freundlich. Dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Oh. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Naja. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch dann? Die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Tauchen kann ich. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Ja, die Heilerin. Überall sein. Senno kann mir helfen. Es kann ja so schwierig nicht sein. Neun, die Heilerin. Finde und berge die Krüge aus dem gesunkenen Schiff. Queste. Das ist die Hauptquest, ne? Die Heilerin. Zack. Oh. Hat die Pfeile hier irgendwie? Nee, ne? Ich habe meine ganzen Pfeile verschossen vorhin. Und ich würde die ganz gerne wieder auffüllen. Aber was will eine Heilerin mit Pfeilen? Na gut. So. Ziel lokalisiert. Das war ja einfach. Uiuiuiuiuiui. Sehr riesig, sehr gewaltig. LT. Ah, da ist das nächste. Ziel lokalisiert. 1, 2. Und da ist Nummer 3. Ja, doch von 3 Krügen geredet, oder? Uiha. Sehr gut. Und es wird wieder etwas dunkler. Die Nachmittagssonne. Apropos Sonne. Ausgerüstet habe ich jetzt den Bogen. Da habe ich jetzt keine Pfeile. Wenn ich jetzt den Kriegsbogen. Gut, besser den Kriegsbogen ausgerüstet. Mit Munition.
der ein bisschen schlechter ist als einen besseren Bogen ohne überhaupt was. Ja. Drücke B, um zu tauchen. Drück. Navigation, halte A gedrückt, um aufzutauchen. Ich hoffe, hier gibt es keine Krokodile. Ah, unten links, sieht man das, ist die Anzeige mit meinen Plündern, mit meiner Luft. Ah, hier kann man auch plündern. Das ist ja gar... Oh, was gibt's denn hier alles? Das ist ja ein Traum. Ein Träumchen. Nehmen wir auch. Da hinten ist noch was. Hallo. Geht's ins tiefe Wasser? Interagieren. Ah, guck mal hier. Plündern. Plündern. Na, plündern. Na, so mit der Steuerung. Was war nochmal auftauchen? A? Ah? Ja. Muss man auch rechtzeitig machen. Rabia wartet auf die Medizin. Wir haben das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Also auch mal... Tauchen, plündern und waschen. Finde ich gut. Wenn es hier Haie oder... Nee, es ist ja ein See. Vielleicht Krokos. Aber Krokos sind eigentlich eher im Fluss. Die sind nicht sehr... Oh, oh, oh. Oh. Hier gibt's was. Plündern. Oh, Doppelschwert. Es hat sich gelohnt. Es war mir so klar, dass hier hinten was gibt. Weil, warum sollte es hier ein Eingang jetzt aber raus? Die Luft hält nicht mehr lange. Kann er aber lange uns ordentlich anhalten, die Luft. Gut. Vielleicht sind die ja sogar besser als das, was wir haben. Die Schwerter. Hüpf. Schauen wir gleich mal nach. Also, wo war das? Hier, Nahkampf. Spiegelklinge. Wir haben momentan hier grausame Hacke. Ist sehr schnell, kurze Reichweite. Adrenalin beim Töten, Bluten bei Treffern. Okay. Kombo-Multiplikator. Es ist ein Tick schneller, dafür bin ich schneller. Diese zwei Klingeln ähneln einander. Ich rüste die mal aus. Wir müssen ja auch mal ausprobieren. So, einen Fertigkeitspunkt behalte ich. Was ist das Medizinkrug? Ein versiegelter Tonkrug mit Zedernöl zur Behandlung von Wunden. Ah. Ah, das sind die Questgegenstände. Entschuldigung, alles gut. Tierprodukte. Leopardenfell. Hyänenohren. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt das Ohr einer Hyäne mitnehmen würde. Ibisschnabel. Gazellenhufe. Das ist sehr komisch. Das ist der Plunder, den kann man dann verkaufen. Wurde wahrscheinlich einer Prinzessin gestohlen. Verkaufe es lieber, bevor es jemand bei dir findet. Wert jeweils 80. Leichte Pfeile. Ah, Jagdpfeile, leichte Pfeile und Kriegspfeile. Jetzt sollen wir natürlich das... Oh, Schätze plündern. Moment. Moment. Wir haben hier noch nicht alle Schätze geplündert. Und das mache ich auf jeden Fall. Ah. Ah. Ich lasse doch hier nichts verkommen. So, tauchen. Tauch, tauch, tauch.
Ich lass doch hier nichts. Oder ich will hier nichts verkommen lassen. Hier waren wir schon drin, oder? Ja. Pünneis! Hallo, mein Lieber. Ich grüße dich. Und ja, falls du mich nicht wiedererkannt haben solltest, wie vielleicht der ein oder andere auch, ich bin der Henrik und ich stream wieder. Ja. Kurzes Päuschen gemacht. Und dann wollte ich nicht gleich wieder mit World of Warships anfangen und habe mich dazu entschlossen, einfach mal Assassin's Creed auszupacken. Und diese Welt im alten Ägypten zu erkunden. Ich gucke hier nochmal nach. Ich will noch Schätze. Schätze, 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 Schätze. Ja, hier waren wir drin, ne? Ah. Ah, genau, hier gibt's noch was. Plündern. Oh. Muss es noch irgendwo eine Truhe geben? Hier? Nein, plündern. Boah, ich hab so Angst, dass mir hier die Luft ausgeht. Ach, das ist ein Komplex. Ich verstehe. Dann erstmal wieder auftauchen. Es ist ein bisschen schwierig, ungewohnt da die Orientierung zu behalten, wo ich jetzt links und rechts abgebogen bin. Das kriegen wir aber hin. Let's Party Team und danke Hühnereis für dein Sub. Generell auch an alle Leute, die zwischenzeitlich auch ihr Sub verlängert haben. Danke, 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 danke. Plündern, plündern, plündern. Jawohl. Sichelschwert. Damit haben wir unten links, seht ihr, 3 von 3. Vor allen Dingen der Vollständigkeit halber. Und wie ihr seht, es gibt 150 EP. Das ist ja auch was. Wo komme ich jetzt hier raus? Gut. Huiuiuiuiui. Sodele. Ja, das Eider zum Beispiel habe ich noch bei Assassin's Creed. Das hatte ich nie richtig gespielt. Ich habe beim Zweier angefangen. Das ist der Florenz-Teil. Der erste mit Ezio Auditore und meines Erachtens auch mit der beste. Also der Zweier und 2.5, das ist ja Brotherhood. Das sind die beiden Teile, die ich bei Assassin's Creed am besten fand. Ist ja vieles Geschmackssache. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Teile es insgesamt. Boah. Viele Teile, die insgesamt rausgemacht haben. Dann gab es Black Flag, dann gab es das Dreier war Revelations, dann gab es Paris, Französische Revolution, London. Parieren, stoßen mit diesen alten Sensen. Der Vorteil ist natürlich, die Teile gibt es mittlerweile alle günstig zu schießen. Meso, gute! Ich glaube, ich habe mir das 2er oder das 2.5er auch bei Steam mal auf die Wunschliste gesetzt. Wenn es das Ding dann irgendwann mal für 2,50 gibt, dann hole ich es mir wieder. Auch aus alter Erinnerung. So, kann ich hier was machen? Wir erkunden etwas. Was sagt denn die Karte?
Kann mir einer hier das mit den Fotos erklären? Yannick 83. Verstehe ich gerade noch nicht so. Vielleicht ist das unbedeutend, aber ich bin so jemand, der immer gerne Sachen auch versteht. Ausrüstungsgegenstand. Haben wir was Neues? Dumm. Sichelschwert, das ist nicht so toll. Etwas. Kann man hier hochklettern? Komm. Wir klettern hier mal hoch. Ich weiß, tut man sich hier Aua, wenn man auch... Ich glaube ja, ne? ...ans Feuer geht. Und bin ich hier hochgeklettert? Für nix und wieder nix, oder was? King of the World! Oh, der sieht nicht so gut aus, der Anubis da hinten. Naja, gut. Kannst du bitte wieder... Nein. Du sollst nur runterklettern. Herr... Wie heißt er eigentlich nochmal hier, der Kamerad? Ich hab den Namen ganz vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Meso, genauso ging es mir auch. Ich habe Origin, ich habe mich aus mehreren Gründen damit vorher beschäftigt. Mache ich das mittlerweile immer, dass ich Spiele nicht mehr blind kaufe. Dann Ubisoft. Ubisoft ist immer so etwas, ne? Große Trailer, gute Sachen, aber Gameplay manchmal Map. Und Assassin's Creed... Ja, irgendwann habe ich nur noch zur Kenntnis genommen, dass da neue Teile rausgekommen sind. So, dann habe ich mir das alles angeschaut, angehört, was es hier gab. Und dann habe ich gedacht, ich gebe dem ganzen Franchise mal wieder eine Chance. Dann habe ich gesagt, das ist gekauft. Und bis jetzt, ich sag mal so, es macht einen guten Eindruck. Ich glaube, wir sind wieder hier in der Spur, was Assassin's Creed angeht. Man hat so überproduziert und dann kam ja ein Teil nach dem anderen raus und bis jetzt, was habe ich? 3 Stunden Gameplay. Sieht wieder gut aus. Ja, preist dich auch. Apropos Preiselbeeren, sprechen. So. Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Die Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Ach, das lässt sich beheben. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Asgaia, sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Oh, geht's noch weiter? Bringe die Krüge zu Rabia, töte die Soldaten, die das Haus des Lebens plündern. Die Nebengeräusche der Leute, die die ganze Zeit rumquatschen, sind mir ein bisschen zu laut. Wenn man das irgendwie leiser stellen könnte, wäre gut. Und Mezzo, bist dein? Nicht der Erste, der fragt. Ach doch, irgendwie schon der Erste, der fragt. Aber ich kann dich insofern beruhigen. Als dass mein Computerproblem, ich fange nochmal von vorne an, weil der ein oder andere wird es vielleicht gar nicht kennen. Vor meiner Pause hatte ich so das Problem, dass ich bei World of Warships ist mein Hauptspiel, was ich streame und spiele, es plötzlich angefangen hat, dass mein PC ausgegangen ist. Also wie, wenn man den Stecker zieht. Also Monitor, PC, alles komplett aus. Und dann hat er so 5-6 Sekunden gewartet und ist automatisch wieder hochgefahren.
Da denkt man natürlich daran, dass es an dem Netzteil liegen könnte oder Prozessor. Dann habe ich mir die ganzen Diagnosetools mal angeschaut und habe das alles ausprobiert. Ist alles im grünen Bereich. Dann habe ich Stresstests gemacht, alles im grünen Bereich. Jetzt spiele ich 3,5 Stunden Assassin's Creed und streame gleichzeitig. Dann dürfte die Belastung für den PC größer sein als bei World of Warships und nichts passiert. Also das ist auch der Grund, warum ich jetzt Assassin's Creed spiele und streame, weil meine Vermutung ist, dass das irgendwie mit World of Warships zusammenhängt. Klingt komisch, ist aber so. Ich werde das mal weiter verfolgen und beobachten. So. Apropos beobachten. Kann ich verdeckt auch so schießen? Mit dem Bogen? Komm, probieren wir es aus. Nein, du bist doch aber auch. Kannst du das bitte wieder weg? Also wie ich die richtige Waffe wähle, das ist noch so etwas, was ich mir noch nicht so Du ganz bist ein erschließt. öffentliches Ärgernis. Lass das. Bin ich gar nicht. Vielleicht will er ja gar nichts Böses von mir. Ach, Hey du, halt! ja. Ja, was ist? Ach komm. Hat er den Verstand verloren? Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh, Eine okay. Zeigefinger, die du dir im Bordell geholt hast? Steuerung. Naja. Also, wie kann ich jetzt... Du sollst nicht... Was ist Der kaputt miese mit Wind dir? soll dich holen. Stell dich! Nein. 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 Hey! Ach du... Du bist Wurmfutter! Warte mal, wie? Ach so, alles klar. Gott. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Der schießt dir wirklich 5 Pfeile ab, auf einmal. Und wieso hast du keinen Loot? Ich mag dich nicht mehr. Jetzt kann ich plündern. Interessant. Und wenn der Nomarch von unseren Raubzügen erfährt? Dieser stinkende Tümpel interessiert ihn nicht die Bohne. Also der Wechsel zwischen Nahkampf- und Fernkampfwaffe funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber auch da liegt es wahrscheinlich an mir. Wie immer. Oh, guck mal da. Viele Soldaten. Oh oh. Und wo war nochmal mein Ziel? Irgendwo da hinten. Hier hinten gibt es eine Schrift. Finde in der Nähe versteckte Papyrus. Oh, okay. Gut. Ach, ich soll die alle töten. Ich töte den Soldat, töte die Soldaten. Okidoki. Nee, Meso, das genau ist ja das Erstaunliche. Alarm, hier drüben. Nichts zu sehen. Ich habe wirklich am PC nichts geändert. Aber ich hatte da ja schon so meine Befürchtung. Diesbezüglich. Ein Moment. Oh. Das wirst du büßen. Jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. So, kannst du da rüberspringen mal? Danke. Ich bin hier gar nicht. Warte mal. Kommt wenigstens einer hoch? Ach, die schauen nach oben. Wie machen wir das jetzt am besten? Da bist du ja. Weil das sind relativ viele. Und mit dem Rudel hier anlegen ist nicht so günstig. Warte mal. Ich hab mal eine Idee, komm. Ja, geh weg. Warum immer durch den Haupteingang, wenn man auch. Stell
dich. Vielleicht ein bisschen von der anderen Seite agieren kann. Da bist du ja. Außerdem gibt's hier vorne Pfeile. Ach komm, was soll's. Oh, die neue Klinge ist nice. Ja, Schnetzel, Schnetzel. Sehr schön. Boah, das ist der Vorteil, wenn man diese schnellen Angriffe hat. Zack, 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 zack. Wollen wir mal schnetzeln gehen? Okay, ich fühle mich stark. Dann gehen wir mal hier richtig in Nahkampf rein. Wer bist du? Kuckuck. Hallo. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja! Das. Doppelklinge. Ja. Sehr schön. Ich tue die alle. So, 1, 2. Nix Moment mal. Ja, okay. Na? Gut. Also, was ich auf jeden Fall jetzt schon mal gelernt habe, ist... Schnelle Waffen besser als langsame Waffen. So, das heißt, Schaden ist nicht alles. Alarm, verdammt! Hab hier Ärger! Es kann natürlich auch sein, dass die Jungs nicht so die Brecher sind. Ich glaube, wir werden beobachtet. Hey, bleib stehen! Hey, ja, komm. Jetzt gehen wir mal... Ja, der kommt ja gar nicht zum Ausholen und... Das ist... Eieieiei. Ist schon so ein kleiner... Wasserkriri. Simbao, was haben wir hier? Können wir da einsammeln? Ein langer Trunk. Komm und find mich in Siva am Boden der einzigen Schale, die groß genug für den Gott ist. Haus des Lebens. Was? Erbsensuppe? Abbruch. Munition voll. Hier muss irgendwo noch einer sein. Na? Wo ist der letzte? Ah, guck mal! Schnetzel, Schnetzel! Stirb, du Wurm! Die Geschwindigkeit ist... Wahnsinn! Hier, das sind gerade... Halt den Kombo-Multiplikator. Das ist es wahrscheinlich auch noch, was deinen Schaden dann ausmacht. Sehr, sehr nett. Gefällt mir. So, Fähigkeiten, Inventar. Nice. Now we talking. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und ich glaube, danach machen wir weiter mit der Hauptquest. Wir sind jetzt Level 5. Ich glaube, diese Doppelklinge ist sehr ordentlich, damit kann man arbeiten. Weil ich will ja irgendwann die Assassinenklinge haben. Bei. Jo. Hattest du Erfolg? Ja, und hättest mal gesehen, wie ich da aufgeräumt habe hier. Also. Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Fast. All der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Ja. 600 EP, die Heilerin-Quest abgeschlossen. Und wow, wir kriegen eine Halskette und ein Katzenamulett. Das bedeutet, dass wir dann
geldmäßig ganz gut dabei sind. Aber am Anfang kaufe ich sehr, sehr selten Gegenstände, weil man ja relativ schnell levelt und relativ zügig neue Sachen findet. Da lohnt sich das meistens nicht. Westlock. Gut. Inventar. Was haben wir hier Neues? Okay. Verkauf unnötige Gegenstände im Geschäft für... Ah, dann wird sogar angezeigt, was mein Gesamtertrag wäre. Wenn ich das richtig sehe. Das ist schön. Ressourcen, das sind die Sachen, die man craften. Oder die man zum Craften braucht. Magi-Abzeichen. Wieso ist das ein Questgegenstand? I don't know. Und wir haben 1400 Münzen. Papyrus, ein langer Trunk. Ich will das anschauen. Was bedeutet das? Nun gut. Fähigkeitenpunkt, den hebe ich mir mal auf. Attentatsbeute. Warte nochmal genau anschauen. Ja, da brauche ich die Klinge für. Quest. Ja, machen wir mit der Hauptquest weiter. Das falsche Orakel. Bayek ist entschlossen, Vidor, ihn zu töten. Doch das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens beschützt. Finde und töte. 1250 EP. Gut. Dann machen wir das. Oh. Auch nicht schlecht. Aus dem Weg! Ach, nix da aus dem Weg. Wo muss ich denn hin? Wie hier nach hier oben. Finde und töte Medoamo. Ist er jetzt hier? Da ist wieder so ein Feuer. Ach, ist das vielleicht jetzt... Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Die Aufgabe, die man am Anfang gesehen hat bei diesen ersten Trailern. Oh, viele Soldaten. Ziel lokalisiert. Die Götter werden dir nicht vergeben. Eine Befragung. Die Ältesten. Der ist markiert. Ah, hier war ich doch ganz am Anfang, ne? Da war ich noch zu schwach für. Da haben wir doch hier hinten genau den Gefangenen befreit. Aha. Jetzt ist die Frage, wo steigen wir hier am besten ein? Ich glaube, es wäre sogar fast besser. Ist aber alles wieder besetzt. Aber ich glaube, das ist wirklich schlauer, wenn wir... Warte mal, der ist nicht besetzt, der Turm, ne? Ja, okay. Gut. So. Ich will vom Wasser aus angreifen. Karte. Wo müssen wir hin? Da. Leg ich mal hier einen Wegpunkt hin.